Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Ihr Rivale. Wir haben 15.070 Seelen und wir haben ein Geschäft mit dir zu verrichten. Business, genau. Sprechen. Warum? Ja. Ich möchte dir die Schattenasche hergeben. Asche. Gibt es mehrere Aschen? Warte mal. Gibt es mehrere Schattenaschen? Okay. Ja. Ungültiger. Habt ihr mir feine Asche gebracht? Was auch immer du damit willst. Möge diese Asche nährend sein. Ich hoffe, ihr seid neuen Waren gefallen euch. Oh. Geizkraken. Ja. Schnüffel mal schön an der Asche herum. So, was gibt's Neues? Ach, mehr Glut. Okay. War das hier neu? Ich weiß nicht mehr, was hier neu. Ah, die Schädel sind auf jeden Fall neu, glaube ich. Menschliches Harz. Gute Waffe, der Rechner hat dunkel. Ah, Ausfüllung 20, ui. Menschliches Harz. Fügt Waffe der rechten Hand dunkel zu, hinzu. Ich verstehe, was du hier gemacht hast. Menschliches Harz. Dunkelheit. Ah ja, alles klar. Was gibt's hier? Turmschlüssel. Oh, Grabschlüssel. Schlüssel zur Tür der Kanalisation der Untotensiedlung. Ach so. Warum hast du das ganze Zeug? Geizkraken. Hey, statt uns zum Beispiel hier bei unserer Mission oder so zu unterstützen, ist es Kurzschwertfrei? Ich weiß nicht mal. Hier hortest du einfach die Sachen und erhoffst auf Profit und keine Ahnung. Was willst du damit überhaupt machen? Huch, das war's schon. Ich glaube, die Dinger sind neu. Eins der beiden Glutstapel sind neu. Der Schlüssel ist neu. Was ist hier Neues? Ja, ich weiß nicht, das Kurzschwert vermutlich nicht. Der Talisman, bist du neu? Nee, ich keine Ahnung. Das ist nicht neu. Ja. Gut, den Schlüssel hätte ich aber auf jeden Fall gerne. Wo ist er nochmal? Bin ich blind? Da ist der Schlüssel doch, Mensch. So. Ja, bitte, für 1500. Dankeschön. Jo. Bring mir doch, ja, wieder einige Seelen. Und Asche. Gut, Kreirat ist immer noch nicht da. Wir haben hier jetzt einen Pyromanten. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich versuchen, den zu suchen. Sitzt der da unten? Da sitzt er unten, Tatsache. Gefunden. Guten Tag. Ah, da seid ihr ja ohne Vater. Schöne Augenbinde. Ja. Oh, aber nicht an mir. Warte mal, was hat sie mir gegeben? Pyromantie erlernen. Bleib nicht so lange fort. Was ist ein Lehrer ohne Schüler? Ja. Was ist ein Schüler ohne Lehrer? Das basiert auf Gegenseitigkeit. Moment. Mein krankhaftes Wort und ich? Wo ist das Ding? Nein. Hier. Pyromantie-Flamme. Hast du mir jetzt wirklich eine Flamme gegeben oder nur eine brennende Hand? Ach, Moment. Das muss ich, glaube ich. Nein. Hier. Ne? Oh. Na, mal gucken. Was kann ich damit machen? Ich würde mich damit nicht kratzen. Felsen Punch!
Ja. Verbrennung. Ah. Wow. Okay. Wow. Oh, Kunststückchen. Okay, wie viel Schaden macht das Ding? Feuer. Oh. Und Buff-Zauber 111. Oh. Feuer 100 plus 11. Oh, cool. Reden, ja. Ja. Freut mich, einen derart hingebungsvollen Schüler zu haben. Gern geschehen. Willkommen! Hey! Pyromantie erlernen. Oh, Feuerball. Das kann ich sogar nutzen. Aber ich kann nur einen Zauber gleichzeitig verwenden. Große Verbrennung. Oh. Blitzschweiß, starkes Schwitzen erhöht die Feuerschadenminderung. Blitzschweiß, Pyromantie, okay. Okay, das klingt wie eine Superfähigkeit von Flash. Erzeugt ständigen Feuerstrom. Ja, dich will ich. Ein Feuerball. Soll ich die beiden hier kaufen? Ach komm, warum nicht? Ja. Hey. Mit Feuer spielen sollte man nicht machen. Und Gegenstand kaufen? Oh, Pyromantenkrone. Aha, Pyromantengewand, Pyromantenwickel, Pyromantenhose. 500, 800, 500, 500. Was ist so besonders daran? Gewänder der Pyromanten des großen Sumpfes, bestehend aus einer Lederkrone und Tierknochen, also wie ein Schamane. Im großen Sumpf galt das Zieren einer selbst mit natürlichen Materialien als Schutz gegen die Flammen der Pyromantie. Ah ja. Bestehen aus Bronzeornamenten und Tierfell. Im großen Sumpf galt Bronze als ritueller Schutz gegen Ungeister und als Abwehr gegen die Finsternis. Okay. Das Leder wird einfach um die Arme gewickelt. Ach so, wow. Eine fest mit Leder verbundene Stoffhose, die mit zähen Schuhen aus Leder Haut ausgestattet ist. Zehenschuhen? Okay. Das Leben eines Pyromanten besteht darin, sich endlos durch das Sumpfland zu schleppen. Das klingt wie eine gute Hose mit guten Schuhen. Aber ich möchte die mal nicht an. Hoch, bleib nicht so lange fort. Ja, Entschuldigung. Ich wollte noch was. Ja, reden. Ja. Ja. Hahaha. Sammel versch. Was heißt das? Verstärken. Und dafür brauche ich die kleine Titanitschärpe. Okay. Okay. Na, danke. Sprechen, was sagst du? Learn pyromancies. You must vow to become my pupil. I know, but such is the way of the world. Respect your elders and so on. And pyromancy, of course, is no exception. Okay, ich habe aber vor dem Erlernen der Pyromantie kein Gelöbnis Oh, you gelobt. need a pyromancy tome to learn more advanced pyromancies. Okay. Though unorthodox, that would be the most expedient way to make progress. If this were a Okay. great swamp and you had the luxury of time, we could have trained you the hard way. Oh. Okay. To learn pyromancies, you Ah, must okay. try to be. I know, and. Oh, we'll need a pyromancy. Though unorthodox, if this were the Wenn es ein great großer Sumpf swamp, wäre und ihr you Zeit could have erübrigen könntet, hättet ihr Lehrgeld zahlen We could have müssen. trained you the hard way. Okay. Dann danke für das To learn Angebot. pyromancies. Okay.
Ja, 10 Minuten schon. Oh Mann. Ja, das Feuer. Das Lagerfeuer meine ich. Was hast du? Hast du eigentlich was Neues für mich? Also sieht man dich wieder. Es ist gut, euch wieder aufzusehen. Kann ich heute für euch schmieden. Sehe ich wirklich so aus, als ob es mir gut geht? Waffe verstecken. Huch. Benötigte Seelen 580. Funkeltitanit. Kleine Titanitscherbe. Dafür braucht man die Dinger. Okay. Dafür brauche ich Funkeltitanit. Dafür brauche ich kleine Titanitscherben. Okay. Ich kann die Fackel verbessern. Okay. Schildschlag. Aha. Okay. Mein Irithyl-Schwert scheint etwas Besonderes zu sein. Waff durchwirken. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Ah! Hä? Was macht das? Das verbessert ja den Attributsbonus, aber gibt mir weniger Schaden. Nein, bitte nicht. Ausrüstung reparieren. Sehr gut. Essensverpackung zuweisen. Ah ja. Okay. Essensverpackung verstärken. Ist die Scherbe zum Verstärken des Essens? Oh, Moment. Geht gut auf. Ah ja, auf euch. Ach ja, damit mein Schweiß nicht umsonst gewesen ist. Wie alt bist du überhaupt? Oh, Moment. Falsches Ding. Hier. Essens Scherbe? Multitanin. Okay. Estus Scherbe. Wo habe ich die Estus Scherbe? Ist die hier? Estus Scherbe da! Erhöht die Verwendungen von Essensverkunft. Oh! Okay, das mache ich sicherheitshalber. Also, naja. Ich möchte erstmal hundertprozentig wissen, was das macht. Nicht, dass ich damit irgendwas hätte Besseres herstellen können und so weiter und so fort, ne? Hallo, kleiner König auf dem großen Thron. So, sieh da. Ich hätte gerne ein Level up. Aufsteigen, jawohl. So, ich habe ja 11.000. Dann bräuchte ich, glaube ich, auf. Boah. Ah, okay, ich habe noch genug Seelen, okay. Stärke brauche ich noch einmal, ne? Genau. Laut meinem Notizzettel brauchte ich Minimum 16 Stärke, wenn ich mich nicht irre. Stärke sogar, okay. Ja, dann würde ich sagen, ist das schon mal so ein guter Anfang? Na gut. Ja, 16 Stärke. Bitte, Dankeschön. Das nächste Level abkostet dann 5.000 Seelen. Ui.
Ja, bitte kaufen, danke schön. Ui, ich bin Level 28, sehr gut. Geht wohl, Aschner. Mögen die Flammen euch leiten. Ja, heiliges Feuer, genau. Und von dir möchte ich noch mit dem Restgeld, mit den restlichen Seelen, von dir möchte ich gerne Wurfmesser haben. Hast du Wurfmesser? Du hast keine Wurfmesser? Echt jetzt? Oder verkauft Kairat Wurfmesser? Ja, ich kann die helle Bade benutzen. Soll ich nicht? Ich weiß. 125 physisch plus 125, 150 Schaden. Moment, was? Naja. Oha, was hätte ich die alte gepanscht? Jaha. So, Escape. 104. Oh. Oh, aber ich glaube, ich bleibe beim Schwert. Okay, das war's für diese Folge. In der nächsten. Nein. Das bin ich euch noch schuldig. Zaubereinstimmung. Genau. Fangen wir mal mit dem Feuerball an. Ah. Wenn ich hochziele. Oh. It's me, Mario. Yahoo. Voll, da nicht. Nicht dahin, wo die Leute sitzen. Wie viel Schaden macht eigentlich ein Feuerball? Was steht das irgendwie irgendwo? Moment, wo? Hier, ne? Steht nicht. Ja, doch. Hier. Nein, steht nicht. Feuerbälle sind voll billig, die brauchen nur 10 Fokuspunkte kosten. Du da. Wow. Echt jetzt? Oh, ihr scheint. Wow. Wow, okay. Du bist doch aufgestanden. Ah, ich habe gerade. Hey, ich habe auch so ein Speer, glaube ich. Oh, One Hit. Alter. Ja, das Ding ist alle. Schwindende Seele. Dankeschön. So. Ja, also die Feuerbälle sind scheinbar, naja, den Anfang ganz gut. Dann der Feuerstrahl. So Switcher-mäßig. Weißt du, was gibt er mir? So, ne? Genau. Zuerst einmal. Oh. Okay. Na, lass mich durch. Komm schon. Lade schneller. Dankeschön. Wie gut ist das Ding denn? Ich mach mal die Peitsche weg, damit ich schneller umschalten kann. Ach komm, da ist doch ein Hund. Komm, wow, wow, lass uns spielen. Oh. Das passiert also, wenn man die mit der Fackel streichelt. Wahrscheinlich, okay. Halt, nein, hier, ja.
Hallo? Piu. Piu. Brenne, brenne. Oh oh. Oh oh. Hey, 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 hey. Okay, das war's. Hey. So, danke fürs Zuschauen. Das waren die Zauber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.